aus verschiedenen Gründen. Oder? Wir haben mal einerseits erwähnt, dass Manager das versuchen, den Gewinn zu steigern. Du nimmst als Unternehmer, als Eigentümer bist du ja auch unternehmerischer dabei, als wenn du jemandem nur ein Darlehen gibst oder eine Bank nur ein Bargeld gibst. Du hast ja mehr gemacht, oder? Du bist ja Eigentümer dieser Firma. Das alles sollte eigentlich zu einer höheren Rendite führen. Mhm. Also wenn du heute Nestlé kaufst, dann weißt du nicht, ob Nestlé 20 Jahre lang dir eine Rendite gegeben hat. Wenn du aber 20 grosse Nahrungsmittelkonzerne kaufst, kannst du davon ausgehen, dass du im Durchschnitt eine Rendite bekommst. Mhm. Das ist noch lustig, weil du sagst, du musst in dem Sinn, als Selbstständiger hast du ja die Erfahrung auch gemacht, dass du in der Gründungsphase nicht so genau weißt, beispielsweise, was du verdienst. Du kannst nicht so genau sagen, ich verdiene im Monat so und so viel. Du musst mal ein Jahr abwarten, um zu sehen, ja, so schaut letztlich dabei raus. So scheint es ja beim Aktienkurs in dem Sinn noch ein bisschen zu sein, oder am Anfang. Also, die Erfahrung habe ich gemacht, oder? Genau. Es schwankt, du hast Sachen, die du musst einbringen musst, kannst etwas rausnehmen, und dann siehst du es aber erst in der Vergangenheit, also im Zurückschauen eigentlich, ja, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Genau, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, das ist ganz, ganz ähnlich.